Katholisch 1 TV, heute unter anderem mit diesen Themen. Vereingemeinschaft, Gutscheinaktion bringt Gläubige zusammen. XXL-Pfarrein und Importpriester, provokante Begriffe. Wir wollten wissen, was der Augsburger Generalvikar dazu sagt. Und auf dem Jakobsweg, von Kloster Holzen über Bieberbach bis nach Augsburg. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Fremde beherbergen, das ist eines der 7 Werke der Barmherzigkeit. In den vergangenen Wochen war Fremde beherbergen das Motto in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt an der Iller. Vielleicht denken Sie bei diesem Thema zuerst an Flüchtlinge, klar. Aber nein, die PG Altenstadt hat diesmal den Fokus auf sich selbst gelegt. Unsere 5 Pfarrkirchen mit ihren 5 Filialkirchen sind sich selbst oftmals fremd, das hat der Pfarrer gesagt. Und damit die Pfarreiengemeinschaft Altenstadt im Dekanat Neu-Ulm zusammenwächst, hat er sich eine ganz besondere Aktion überlegt. Sonntagvormittag, Zeit für die Messe. Das Glockengeläut lockt die Altenstädter in ihr Gotteshaus. Hier in der kleinen schwäbischen Marktgemeinde kennt man sich. Die Gesichter sind vertraut, die Kirche zum guten Hirten sowieso. Und auch bei Pfarrer Benjamin Beck, der erst seit 2014 hier ist, hat sich längst Routine eingestellt. Alles ist so wie immer. Naja, fast. Denn unter die Altenstädter mischen sich in diesen Wochen immer wieder Gläubige anderer Pfarreien. So auch Diana Kuhn mit ihrer Tochter Anna. Sie nehmen heute an der Gutscheinaktion teil. Wir kommen aus der Nachbargemeinde in Kamünz und bei uns ist heute kein Gottesdienst. Und haben uns gedacht, gehen wir nach Altenstadt. Und die Aktion mit den Gutscheinen, die ist einfach klasse und sehr spannend. Und haben wir gedacht, komm hier mal her und gucken einfach mal. Gereift ist die Idee einer Gutscheinaktion bei einem Treffen des Pastoralrates. Seit Januar steht in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt, passend zum Jahr der Barmherzigkeit, jeder Monat unter einem der 7 Werke. Im August hieß es nun Fremde beherbergen. Wir sind beim Werk der Barmherzigkeit Fremde beherbergen. Dann lang gehängen geblieben und gesagt, wo sind die Fremden bei uns? Und wir haben festgestellt, eigentlich in so einer Pfarreiengemeinschaft, dass wir uns gegenseitig nicht gut kennen. Die einzelnen Orte hier in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt sind allein 5 Pfarreien mit verschiedenen Filialkirchen noch. Und dann war so die Idee, ja, wir könnten doch mal diese Fremden aus den anderen Orten zu uns herholen. Und so ist dann die Idee geboren, was könnten wir denn machen, dass man sich unkompliziert, einfach begegnet. Und dann war im heißen August ein kühles Getränk vielleicht das Willkommenste für einen Fremden. Bereits im Juli wurden nach den Sonntagsgottesdiensten Gutscheine für Freigetränke an jeden Besucher verteilt. In jeder Pfarrei gibt es die Gutscheine in einer anderen Farbe. Im August konnten sie eingelöst werden, aber natürlich nur in einer anderen Pfarrei. Das ist ja schließlich Sinn und Zweck dieser Aktion. Und weil das Wetter heute ganz besonders dazu einlädt, nach dem Gottesdienst noch beisammen zu stehen und etwas zu trinken, mischen sich auch viele Altenstädter unter die Gäste. Völlig zwanglos kommen die Gläubigen ins Gespräch, die Aktion kommt an. Das ist jetzt mal ganz nett, dann bleibt man doch eine Weile beieinander und pressiert die gleich heim, wie es sonst oft ist. Man sieht andere Gesichter und man trifft sich, ja, das war ja, das ist doch der Sinn, oder? Dass man mal andere Menschen trifft, nicht immer die gleiche, also in Osterberg mal nie, man sieht sich schnell und läuft wieder weg. Und so, Kirche Rosi sie jetzt alle 6 Wochen, heute sie sie mal wieder, also ist ganz praktisch so, ich finde es gut. Das ist ein Austausch untereinander, man kennt, also man lernt die Leute von den anderen Pfarreien kennen, ja, man geht mal in einen anderen Gottesdienst, in eine andere Pfarrei, also ich finde das schon positiv. Und auch Diana Kuhn und ihre Tochter Anna haben keinerlei Berührungsängste. Sie fühlen sich bei den Altenstädtern sofort willkommen. Schnell haben sich erste Gespräche entwickelt. Ich fand es richtig toll. Man trifft einfach auch, sage jetzt mal, nach dem Gottesdienst Leute, mit denen man sonst im Alltag jetzt nicht so ins Gespräch kommt. Und es ergibt sich einfach das ein oder andere intensivere Gespräch, jetzt auch mit dem Kaplan oder ja, mit sämtlichen Bekannten, wo man einfach nur, sage ich mal, vom Sehen her kennt. Genau. Kommen Sie nochmal nach Altenstadt? Ja, auf jeden Fall, doch. Pfarrer Becks Wunsch wäre es nun, dass dieses Bestreben, zueinander zu finden, nicht mit dem Ende der Gutscheinaktion wieder im Sande verläuft. Mögen die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt genauso zusammenwachsen, wie ihre Pfarreien es bereits sind. Eine tolle Aktion, die vielleicht Nachahmer findet. In den letzten Tagen wurde wieder viel über die Bildung großer Pfarreiengemeinschaften als Folge des Priester- und Gläubigenmangels diskutiert. Auslöser war unter anderem ein Statement von Thomas Sternberg,
dem Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Er sprach von XXL-Pfarreien und sagte, dass, Zitat, Importpriester nicht die Lösung für den Priestermangel seien. Meine Kollegin Birgit Geis hat über dieses Thema mit dem Augsburger Generalvikar Harald Heinrich gesprochen. Herr Generalvikar, Anfang September wechseln viele Priester wieder ihre Pfarrstellen. Es werden neue Pfarreiengemeinschaften gebildet. In diesem Jahr sind 26 Pfarreien bzw. Pfarreiengemeinschaften davon betroffen. Ist das jetzt viel, wenig oder normal für ein so großes Bistum? Es ist in der Tat jedes Jahr unterschiedlich, aber dieses Jahr habe ich tatsächlich auch den Eindruck gehabt im Vergleich zu Vorjahren, dass es eine höhere Zahl war. Es war insgesamt auch eine größere Bereitschaft, auch da von verschiedenen Mitbrüdern auch die Stellen zu wechseln. Daraufhin konnten auch wiederum neue Pfarreiengemeinschaften errichtet werden. Es ist immer es ist vieles einfach da in Bewegung. Zum Thema neue PGs erinnern wir uns, dass im Jahr 2012 zu Beginn der pastoralen Raumplanung das Ziel gesetzt wurde, die etwa 1000 Einzelpfarreien bis zum Jahr 2025 zu 203 Seelsorgeeinheiten zusammenzufassen. In welchem Stadium befinden wir uns jetzt im Jahr 2016? Ja, wir sind da tatsächlich auf dem Weg dorthin. Es sind momentan 133 Pfarreiengemeinschaften errichtet nach der pastoralen Raumplanung. Das sind rund 540 Pfarreien in diesen 133 Pfarreiengemeinschaften. Wir haben, wie das damals auch festgelegt worden ist, weiterhin schaffen wir es personell Gott sei Dank so, dass wir das Schritt für Schritt umsetzen wollen, nicht aufgrund eines bestimmten Stichtags, wo wir sagen, so und jetzt werden einfach diese 203 Pfarreiengemeinschaften gebildet. Da sind wir auf einem guten Weg. Wir konnten uns bisher auch immer noch, ich sage es einmal so, den Luxus leisten, dass wir manchmal, obwohl jetzt rein formal die Gelegenheit gewesen wäre, eine Pfarreiengemeinschaft nach der pastoralen Raumplanung zu errichten, wir noch einmal gesagt haben, wir machen sozusagen noch einmal einen Zwischenschritt, gerade im Hinblick auch noch einmal auf die Diskussion, die es momentan auch gibt, wir wollen keine XXL-Pfarreien. Ich muss sagen, bin ich sehr dankbar, dass es in unserer Diözese keine XXL-Pfarreiengemeinschaften gibt. Wenn man mal so vergleicht, auch die größte Pfarreiengemeinschaft, die bei uns einmal momentan existiert, denke ich, hat so 13.000, 14.000 Katholiken. Wenn ich da dann mit Mitbrüdern, Generalvikaren aus norddeutschen Diözesen spreche, die grinsen da dann, sagen, also wir haben Vereine mit 20.000, 30.000 Gläubigen. Diesen Weg möchte ich auch nicht gehen, muss ich sagen. Und wir haben auch die Möglichkeit, wir müssen Pfarreien zusammenlegen zu Pfarreiengemeinschaften. Aber das Modell der Pfarreiengemeinschaft, das ist der große Unterschied zu dem Weg, den tatsächlich viele andere Diözesen gehen. Wir fusionieren nicht einfach die Pfarreien und machen dann eine Großpfarrei draus, sondern ist das, was der Bischof immer so formuliert hat, das Zusammenwachsen zu einer größeren Einheit. Im Juli wurden in Deutschland die Zahlen für die deutschen Bistümer veröffentlicht. Seitdem ist in den Medien wieder die Rede von einem historischen Tiefstand. Es gab nur 58 Priesterweihen im Jahr 2015. Der katholischen Kirche gehen die Priester aus, heißt es da oft. Teilen Sie diese Ansicht? Dass die Zahl der Priester zurückgeht, ist ja kein Geheimnis. Aber ich muss es einfach immer wieder auch so sagen, es geht leider auch die Zahl der Gläubigen zurück. Mir geht es eher darum, dass ich mir die Frage stelle, warum gelingt es heute nicht mehr, die Verkündigung, und zwar Verkündigung sowohl von Seiten der Kirche, von den Priestern, wie aber auch die Weitergabe des Glaubens anderswo, dass junge Menschen sich für den Glauben überhaupt begeistern. Das ist ja zunächst einmal der Punkt. Und dass dann auch mal dieser Ruf kommen kann, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Warum sind wir eine Kirche, die so arm ist an Berufungen? Und das ist für mich eher die Frage und nicht jetzt so diese Versorgungsmentalität, wir brauchen mehr Priester, damit wieder alle Stellen besetzt werden können. Das kann nicht das entscheidende Ziel sein, sondern wie schaffen wir es wieder, dass der Glaube wieder lebendiger ist vor Ort und dann erwachsen sicher wieder auch Berufungen. Aber ich denke, der Weg muss so herum sein. Thomas Sternberg, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, also der oberste Vertreter der Laienkatholiken in Deutschland, hat in einem aktuellen Interview kritisiert, dass die Kirche so viele ausländische Priester importiert, wie er sagt. Wenn man sich jetzt die Personalplanung für das Bistum Augsburg anschaut, dann findet man da aktuell auch sehr viele Namen mit fremdländischem Klang. Trifft Sie dieser Vorwurf des ZDK-Präsidenten? Er trifft mich insofern, dass ich es sehr schade finde im Blick eigentlich auf die ausländischen Priester, die in vielen Diözesen tätig sind, weil ich das als eine wenig glückliche Formulierung finde. Import, wenn man mal in einem Duden nachschaut, was unter Import steht, klingt das regelrecht, als ob irgendwie Personen eingekauft würden, was natürlich nicht der Fall ist. Wir sind Weltkirche, wir sind katholische Kirche. Wenn wir zurückschauen vor Jahrzehnten, Südamerika, Afrika, Asien, wo kamen die Missionare her, die dort waren über Jahrzehnte, die kamen aus Europa.
Es hat sich umgedreht, Gott sei Dank. Nigeria zum Beispiel, ein Land in Afrika, das ganz enormen Priesternachwuchs hat, die sehr missionarisch sind, die eben auch Priester in die Welt schicken wollen, aus diesem Gedanken heraus, das, was sie empfangen haben, auch weitergeben zu dürfen, wiederum an uns. Wir haben eine ganze Reihe Priester, auch aus Nigeria, natürlich auch aus Indien, gerade von Missionsorden. Natürlich gibt es immer wieder auch das Problem mit der Sprache, das ist keine Frage, aber es wird in einer dreijährigen Ausbildung, werden die auch vorbereitet. Und wie es halt bei den Menschen sind, die einen sind da fähiger, haben mehr diese Sprachkompetenz, ist gar kein Problem. Wir haben Priester, die können Schwäbisch sprechen aus Indien. Und es gibt halt welche, die tun sich damit schwerer. Aber ich denke, das ist natürlich auch ein Stück Weltkirche. Und da möchte ich einfach immer wieder auch ermutigen, dass wir das ein Stück weit auch aushalten. Wenn es nämlich darum geht, dass wir verstehen, wie wertvoll Eucharistie ist, die Sakramente sind. Ich denke, dann kann man auch erwarten, dass man so ein Stück weit in Kauf nimmt, dass eben auch mal der Priester da ist, der vielleicht nicht ganz so perfekt ist, der aber andere Talente hat. Ich höre immer wieder gerade über indische Priester, auch wenn sie manche sprachlich nicht so ideal sind, aber sie sind sehr freundlich, sie sind sehr zugewandt zu den Menschen. Und ja, das, denke ich, ist einfach die Situation auch von Kirche heute. Damit kommen wir jetzt zu unseren Kurznachrichten im Überblick. Im Augsburger Haus St. Ulrich ist Mitte September wieder die Theologische Sommerakademie zu Gast. Bereits zum 24. Mal kommen Laien und Fachreferenten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum zu einem Gedankenaustausch zusammen. Die 24. Theologische Sommerakademie in Augsburg steht vor der Tür. Vom 14. bis 17. September sind alle Interessierten zur viertägigen Tagung ins Haus St. Ulrich eingeladen. Hier sehen Sie Bilder aus den vergangenen Jahren. Das Thema in diesem Jahr lautet der katholische Glaube, Kraftquelle für den Alltag. Eine wichtige Aussage, katholischer Glaube ist nicht irgendeine Meinung, die man vertritt, sondern wirklich etwas, was Tradition hat, was überkommen ist von Generationen bis heute, und dass es sich lohnt, katholisch zu sein und den Glauben kennenzulernen. Das ist eigentlich der Kern. Den Auftakt macht traditionell ein Gottesdienst am Mittwoch in der Ulrichsbasilika. Die zahlreichen Vorträge beschäftigen sich unter anderem mit den Themen Ehe und Familie, Brauchtum und Glaube. Höhepunkt ist ein Besuch der Wallfahrtskirche in Bieberbach. Die Theologische Sommerakademie wird vom Initiativkreis katholischer Laien und Priester in der Diözese veranstaltet. Eingeladen ist jeder, auch ohne Voranmeldung. Die Sprechstunde der katholischen Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in Donauwörth hat ein neues Zuhause. Ab sofort können Schwangere, Mütter und Familien im Mehrgenerationenhaus in Donauwörth-Parkstadt Hilfe und Beratung finden. Anlaufstelle ist die Andreas-Meyer-Straße 3b. Sprechtag ist ab sofort immer Dienstag. Der Sprechtag der katholischen Schwangerenberatung in Dillingen bleibt unverändert. Er findet nach wie vor mittwochs im Haus St. Lukas statt. Die Wieskirche im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau gehört zu den bedeutendsten Kirchen des Rokoko. Erbaut hat sie der Landsberger Baumeister Dominikus Zimmermann. Anlässlich seines 250. Todestages hat Wallfahrtspfarrer Monsignore Gottfried Fellner jetzt einen Bildband zur Wieskirche herausgegeben. Im ersten Teil des Buches werden die Wallfahrt zum gegeißelten Heiland, ihre Entstehung und der historische Kontext näher betrachtet. Der zweite Teil ist der Architektur und der Kunst gewidmet. Abgerundet wird der 128-seitige Bildband mit Liedern und Gedichten. Das Werk, die Wieskirche, Wallfahrt zum gegeißelten Heiland, ist im Verlag Schnell und Steiner erhältlich. Das waren die Nachrichten im Überblick. Vom Kloster Holzen bis nach Augsburg. Wir zeigen Ihnen heute einen neuen Streckenabschnitt auf dem bayerisch-schwäbischen Jakobsweg. Außerdem haben wir in der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Kloster Lechfeld vorbeigeschaut. Sie ist ein Meisterwerk in Architektur und Ausstattung und lockt nach wie vor zahlreiche Besucher an. Seien Sie gespannt. Die Stimme des katholischen Deutschlands, die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen.
Im Jahr 1987 hat der Europarat den Pilgerweg nach Santiago de Compostela zur ersten europäischen Kulturstraße gekürt. Seitdem ist Pilgern im Aufschwung. Rund 200.000 Menschen machen sich jedes Jahr auf den Weg und kommen dabei zum Teil auch durch unser Bistum. Begleiten Sie uns auch heute wieder. Auf dem bayerisch-schwäbischen Jakobsweg geht es diesmal bis nach Augsburg. In Kloster Holzen habe ich auch die Franziskanerschwester Isentrudis Meyer kennengelernt. Eine ganz besondere Frau, die mich sofort mit ihrer offenen, lebensfrohen Art mitgerissen hat, wie Sie gleich sehen werden. Im Herbst letzten Jahres ist sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Dieser Beitrag ist also auch eine kleine Erinnerung für alle, die sie gekannt haben. Mein Weg führt mich heute von Donauwörth aus gen Süden, durch den Naturpark Westliche Wälder immer an der Schmutter entlang. Vor allem an heißen Tagen bieten die schattigen Pfade etwas Abkühlung. Bisweilen ist nur das Plätschern des Flusses und das Zwitschern der Vögel zu hören. Über eine kleine Treppe gelange ich zur ehemaligen Benediktinerabtei Kloster Holzen hinauf. Neben den 5 verbliebenen Schwestern bietet es auch Menschen mit Behinderung ein Zuhause. Nach der Eröffnung eines Hotels sind es aber vor allem die Touristen, die das Bild prägen. Ich treffe mich mit Herrn Christi und Schwester Isentrudis. Sie wollen mir, abseits gängiger Pfade, ihren ganz persönlichen Lieblingsort zeigen. Der Kräutergarten ist eine kleine Oase jenseits aller Hektik. Man kann da hinten ausruhen, es ist teilweise ganz ruhig, manchmal kommen Leute vorbei, macht aber auch nichts. Und das ist das Schöne, weil man sich in kurzer Zeit auch erholen kann. Einfach nur dasitzen und innehalten, wie herrlich, was für ein wunderbares Fleckchen Erde. Aber auch im Kräutergarten selbst gibt es einiges zu entdecken oder besser zu erschnuppern. Zum besseren Verständnis sind die Kräuter ihrer Heilwirkung zugeordnet. Entstanden ist der Garten aus einem sozialen Projekt heraus. In der Mittelschule Meitingen, da gibt es eine P-Klasse, eine Praxisklasse. Und die Schüler, die waren dann mit den Lehrern und mit Sozialpädagogen hier und haben zusammen mit den behinderten Menschen diesen Garten hier gestaltet in 10 Tagen. Einen Blick sollten die Besucher auch in die barocke Klosterkirche St. Johannes Baptist werfen. Mit ihren üppigen Stuckarbeiten, Deckenfresken und Reliquienaltären steht sie in reizvollem Kontrast zur Nüchternheit der restlichen Anlage. Seit jeher waren Klöster auch Herbergen für Reisende. Schon Benedikt von Nursia schrieb diese Regel von der Aufnahme der Gäste im Jahr 530 nieder. In der Tradition klösterlicher Gastfreundschaft bietet das Kloster Holzen seit Ende 2014 speziell für Pilger neben dem Hotel auch eine eigene, kostengünstigere Herberge an. Wer lediglich eine kleine Verschnaufpause einlegen möchte, kann sich bei einer Brotzeit in der Klostergaststätte stärken. Ich lasse die Türme von St. Johannes Baptist nun hinter mir und gehe weiter Richtung Süden. Knapp 5 Stunden und 20 Kilometer später erreicht der Jakobspilger Bieberbach. Ich lege einen kurzen Stopp in der Wallfahrtskirche St. Jakobus ein. Seit Jahrhunderten lockt das sogenannte Herrgöttle von Bieberbach tausende Gläubige an. Ich nähere mich Augsburg meinem ersten Etappenziel. Damals wie heute ist es das Jakober Tor, durch das die Pilger gehen, wenn sie in die Bistumshauptstadt kommen. An der Jakobskirche treffe ich den Großaitinger Pfarrer Hubert Ratzinger. Wie kaum ein anderer im Bistum ist er mit dem Jakobsweg verbunden. Jedes Jahr macht er sich wieder auf den Weg. Er erzählt mir, dass die Jakober Vorstadt seit jeher der Sammelort für Reisende von Nord nach Süd war. Bereits im 14. Jahrhundert wurde ein Spital für Pilger, später auch ein Pilgerhaus errichtet, um dem Massenansturm gerecht zu werden. Auch viele Notare haben sich hier niedergelassen. Da damals fast ein Drittel aller Pilger von ihrer Reise nicht mehr zurückkehrten, sie starben oder wurden sesshaft, kümmerten sie sich zeitig um ihr Testament. Heute pilgern jährlich 200.000 Menschen auf dem Jakobsweg. Mehrere hundert kommen dabei auch durch Augsburg. Und die Faszination wächst.
Es gibt Leute, die sagen, ich muss mich beruflich neu orientieren und brauche diese Auszeit, um überlegen, was soll ich nun tun. Oder Leute, die in eine Krise stecken, Leute, deren Ehe kaputt gegangen ist, die hier auf diesem Weg sich neu finden wollen. Faszinierend ist darüber hinaus auch die Kultur. Wir können wirklich sagen, Europa ist auf diesem Jakobusweg entstanden. Interessant auch, wie sehr durch Kunstwerke auch der Gegenwart deutlich wird, dass dieser Weg lebendig bleibt und dass viele Menschen sich auf diesem Weg und am Weg Gedanken darüber machen, was heißt, auf dem Weg des Lebens letztlich zu sein. Mittlerweile gibt es einen richtigen Jakobus-Pilgerkult. Muss man das Ganze denn auch kritisch sehen, dass es einfach immer mehr zum Kommerz wird und die Spiritualität dabei verloren geht? Letztlich liegt es an jedem Pilger, wie er diesen Weg geht. Ob er sich anderen anschließt, wie er mit anderen spricht, ob er bereit ist, sein Leben mit anderen zu teilen oder diese Herausforderung nur sportlich erleben will. Ich persönlich sehe es wenig kritisch, sage, es liegt am einzelnen Pilger, wie er es macht. Wer während seiner Pilgerschaft auf dem bayerisch-schwäbischen Jakobsweg in Augsburg ankommt, hat bereits ein Drittel der Strecke vom Startpunkt in Oettingen bis zum Ziel am Bodensee zurückgelegt. Augsburg ist gewiss auch das Zentrum des bayerisch-schwäbischen Jakobswegs. Von hier aus führen gleich mehrere Wege Richtung Santiago de Compostela. Der Jakobsweg teilt sich in eine Ost- und eine Westroute. Und nun noch ein allerletzter Blick auf Augsburg und dann geht es für mich weiter auf dem bayerisch-schwäbischen Jakobsweg Richtung Süden. 350 Jahre Maria-Loreto-Kapelle in Bühl am Alpsee. Das wird schon seit dem Frühjahr mit vielen Veranstaltungen gefeiert. Mit einer Sternwallfahrt zum Beispiel, mit Vorträgen und Gottesdiensten. Ein besonders eindrucksvolles Bild dieses Wallfahrtsortes im Oberallgäu vermittelt auch eine Sonderausstellung, und zwar im Museum Hofmühle im Immenstadt. Noch bis zum kommenden Sonntag lädt sie alle Interessierten dazu ein, die Bühler Loreto-Kapelle und ihre jahrhundertelange Wallfahrt einmal näher kennenzulernen. Auf dem Bühler Kapellenbuckel steht sie, Maria Loreto in Bühl am Alpsee. Vor 350 Jahren war das Kirchlein als Nachbildung der Kapelle im italienischen Wallfahrtsort Maria Loreto gebaut worden. Wer sie betritt, stellt fest, sie hat nichts an Anziehungskraft verloren. Von genau dieser Anziehungskraft möchte auch die Loreto-Ausstellung in Immenstadt erzählen. Unzählige Exponate haben die beiden Initiatoren zusammengetragen. Grundlage war ein ganz erstaunlicher Fund. Gerhard Klein wollte zum Jubiläum 350 Jahre Loreto in Bühl eine Ausstellung gestalten. Er hat sich daraufhin mit allen Archiven ins Benehmen gesetzt, die Unterlagen über diese Loreto-Wallfahrt haben hätten können, und hat dabei im Diözesanarchiv in Augsburg ein Büchlein gefunden, auf dem mit Titel vermerkt war Urbarium. Dieses Urbarium enthielt die Geschichte der Bühler Wallfahrt mit den Mirakelgeschichten. Viele dieser wundertätigen Erzählungen werden im Museum gezeigt, Votivtafeln zeugen davon. Der Aufbau der Ausstellung gliedert sich in drei Teile. Die Ausstellung ist so aufgebaut, dass wir im Eingangsbereich einmal generell das Thema Wallfahrt ansprechen. Dann zeigen wir, wo hauptsächlich Wallfahrer aus dem Umfeld von Bühl nach Bühl gekommen sind. Und dann gehen wir in die Wallfahrtskirche Bühl, die wir versucht haben, in kleinem Umfang nachzubauen. Unter diesem Sternenhimmel bekommt der Besucher einen Eindruck der Loreto-Faszination. Geöffnet hat die Ausstellung noch bis kommenden Sonntag. Wie oft sind Sie eigentlich schon auf Ihrem Weg von Augsburg gen Süden an Kloster Lechfeld vorbeigefahren, ohne anzuhalten? Genauso oft haben Sie dann vermutlich auch eine der schönsten Kirchen im ganzen Bistum Augsburg übersehen. Die Wallfahrtskirche Maria Hilf auf dem Lechfeld, ein Meisterwerk in Architektur und Ausstattung. Und das gilt nicht nur für die Kirche selbst, sondern für das gesamte Ensemble, das zusammen mit dem Kalvarienberg und der ehemaligen Klosteranlage zu einer harmonischen Einheit findet. Als sich Regina von Imhoff aus Untermeitingen im Jahr 1602 im Nebel verirrte, gelobte sie den Bau einer Kapelle, wenn sie die Lichter ihres Schlosses jemals wiedersehen würde. So geschah es. Als Baumeister wurde kein Geringerer als Elias Holl verpflichtet. Ihm diente das römische Pantheon als Vorbild für die Rotunde. Und auch die Laterne in Erinnerung an das Gelöbnis der Regina von Imhoff fehlt nicht.
Die Kapelle wurde zum Anziehungspunkt für Wallfahrer und wurde immer größer und prachtvoller. Ihr heutiges barockes Aussehen hat Maria Hilf seit Ende des 17. Jahrhunderts. Die Sonnenuhr gibt den Takt des Lebens vor und mahnt zur Besinnung. Una tua, eine ist die deine, gemeint ist die Sterbestunde. An die Vergänglichkeit aller irdischen Schönheit soll erinnert werden und daran, dass die Licht- und Schattenseiten des Lebens schnell wechseln. Im Innenraum der Kirche wartet die ganze Schönheit des Rokoko. Auffallend die Anordnung des Hauptaltars hinter einem relativ schmalen, hohen Rundbogen. Darüber ein Vorhang aus Stuck, der das Kirchenschiff von der Rundkapelle trennt. Das ist sozusagen eine Altarbühne, weil ja Liturgie, in Anführungszeichen jetzt gesetzt, Theatrum Sacrum, also heiliges Spiel, heiliger Ritus ist, ja, wo sozusagen Gott die Regie übernimmt, indem er sich uns schenkt in Jesus Christus, in der Eucharistie, seinem Leib und Blut. Und ja, die Menschen, die gehen in den Gottesdienst, nehmen da teil und es verbinden sich Himmel und Erde. Auch der Aufbau von Maria Hilf bildet das Kreuz nach. Die Längsachse steht für die Verbindung zwischen Gott und den Menschen, dem Himmel und der Erde, sichtbar geworden durch die Menschwerdung Jesu. Die Querachse ist das Symbol für das Leben von der Geburt bis zum Tod. Wenn wir hier schauen in die Antoniuskapelle auf der rechten Seite, das ist sozusagen die Taufkapelle von Maria Hilf, und dann die Josefskapelle ist der Ort, wo wir der Verstorbenen gedenken. Also von der Geburt bis zum Tod sind wir als Menschen unterwegs auf dieser Welt. Und die Längsachse, ja, eben die Achse, die wir Menschen auch gehen dürfen seit der Menschwerdung Gottes mit ihm zusammen durch die Taufe. Und wir gehen also der Vollendung entgegen, dem Gott der Barmherzigkeit und dem Richter, der all das ja wieder ins Lot bringen muss, was eben auf dieser Welt krumm läuft. Das Hauptgemälde zeigt im oberen Teil die Gnadengruppe des Hochaltars, darüber das lateinische Spruchband, zu Deutsch: Unter deinen Schutz fliehen wir. Im unteren Teil sehen wir die Arche. Sie trägt die Kirche von Kloster Lechfeld, das Schiff als Symbol für die Kirche, die durch die Fluten des Lebens zum Ziel führt. Ein herausragendes Kunstwerk in Maria Hilf ist die Kanzel. Oben thront die Jungfrau Maria, auf dem Schalldeckel sitzen die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. An der Außenwand der Kanzel sind die vier abendländischen Kirchenlehrer versammelt und unten als Symbol für die Völker der Erde vier dralle Putten für die vier Erdteile. Afrika als kleiner Mohr mit Federruck und Federkrone, Asien mit Turban, Europa mit Krone und Zepter und Amerika hält Pfeil und Bogen. Zum Kirchenensemble Maria Hilf in Kloster Lechfeld gehört seit 1719 auch der Kalvarienberg. Pater Sebastian Höss, der damalige Guardian des Franziskanerklosters, regte den Bau an. Wir sehen die Stationen des Kreuzweges, die Kreuzigungsgruppe selbst. Ein Gesamtkunstwerk, das dank einer beispiellosen Solidarität der Kloster Lechfelder Bürger saniert und gerettet werden konnte. Der Kalvarienberg, der ist ja hier in der Ebene des Lechfelds baulich nachgestellt. Normalerweise ist dieser Kalvarienberg natürlich ein richtiger Hügel, ein richtiger Berg, hier eben in der Ebene baulich nachgestellt. Und man sieht da ja diesen Kreuzweg Via Dolorosa von Jerusalem, den Jesus gegangen ist bis nach Golgotha, also diesem Hügel, wo er dann letztendlich gestorben ist. Es war der erste Kreuzweg Südbayerns. Der Kalvarienberg von Kloster Lechfeld übte von Anfang an eine große Anziehungskraft auf Wallfahrer aus. Die Wallfahrer, die waren eingeladen, ihre Kreuze, mit denen sie kamen, im Alltag oft diese bäuerliche Bevölkerung abzuladen. Auch mal ein paar Tage, wo sie auf Wallfahrt waren, zu vergessen und eben hierher zu bringen, in die Wallfahrtskirche, an den Kalvarienberg, ihre Leiden, ihre Nöte, das, was sie drückt, und eben zutiefst Identifikation zu erfahren, indem sie den Kreuzweg abgeschritten sind, Höhen und Tiefen des Lebens eben mitzubringen und zu erfahren, dieser Gott, er ist auf meiner Seite, er steht mir bei, auch in den Schwierigkeiten des Kreuzes.
Die Wallfahrtskirche Maria Hilf liegt auf dem Weg zwischen Augsburg und Landsberg, direkt an der B17. Ein kurzer Umweg, der sich lohnt, sowohl für das Auge als auch für die Seele. Das war's für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis nächsten Sonntag. Machen Sie's gut. Auf Wiedersehen.